So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe mal wieder Fanpost bekommen und ich kann es gar nicht glauben. Ich habe einen Staubsauger bekommen. Nein, ich weiß nicht genau, was es ist. Da hatte ich es auf jeden Fall auch schon wieder hier. Seht ihr das? Der kriecht schon wieder auf den Paketen rum. Den müssen wir jetzt mal da weg. Setz dich doch nicht da drauf. Jetzt hat er sich da hingesetzt. Guck dir das doch an. Das sind jetzt meine Pakete. Nein, Adi, gehst du pfui. Ein Karton ist auf jeden Fall riesengroß. Der andere ist kleiner. Und auf dem kleineren... Auf dem kleineren hier, wo der Adi drauf sitzt. Adi, jetzt geh doch mal. Bitte. Auf jeden Fall auf dem Karton steht drauf... Das ist für Pupsi und Molly. Das wollen wir jetzt gleich mal angucken, wenn der Orni hier weg ist. Orni! So, geh mal in dein Waschbecken. Guck, das machst du doch immer so gern. Jetzt geh ins Waschbecken. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Guck, nein, 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 deine Beine. Du musst die Beine auch dahin tun. Aber was machst du denn? Jetzt häng dir hier runter. Du musst ganz rein. Fall doch nicht. So, wie immer ist der Adi ganz freiwillig ins Waschbecken gegangen. Das machen wir jetzt mal auf. Das Ganze kommt nämlich wieder mal vom Hannes Schröder. Was ist denn? Jetzt warte doch ab. Erst willst du nicht gehen und jetzt interessiert es dich selber, oder was? Ja, richtig Boss raushängen und den Ellenbogen aus dem Fenster. Ich habe dafür das dümmste Messer genommen, was es überhaupt gibt. Das Lustige ist, da steht ja drauf, also vom Hannes, für Pupsi und Molly. Und Molly ist die Katze von Pupsi, wer das nicht weiß. Und der Adi hat schon die ganze Zeit, als der Karton hier in der Gegend rumstand, da dran rumgekratzt und dran rumgeschnüffelt. Also wenn da wirklich was für eine Katze drin ist, scheint er das schon gerochen zu haben. Wir machen das jetzt mal auf. Ich weiß gar nicht, darf ich das überhaupt aufmachen, wenn das gar nicht für mich ist? Wir haben es ja... Da ist er schon wieder am Durchdrehen. So, wir machen das jetzt auf jeden Fall mal auf und gucken mal da rein. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich auch, woran das liegt. Bestimmt, weil da dieser komische Fisch drin ist. Obwohl der Fisch riecht eigentlich neutral. Obwohl, wenn ich meine Nase komplett in den Fisch rein tue, erinnert mich das daran, als hätte ich eine Dose, als würde ich in eine Dose Tabak reinriechen. Ja, die, was ist denn? Willst du den mal festhalten so lange oder was? Ich glaube, der Adi mag den Fisch irgendwie. Oder auch nicht. Hier, guck sie dir doch mal an. Aber das ist gar nicht dein Fisch, das ist der Molly ihr Fisch. Das ist nicht dein Fisch, das ist der Molly ihr Fisch. Hier, dann nimm da halt hinten an der Schwanzflosse oder so. Mach jetzt was! Soll ich denn da reinlegen? Legen wir den mal da rein. Hüpf! Na hüpf! Na hüpf doch! Hupp! Und da ist er da. Gib dir mal den Fisch so lange, wie du dir den Fisch gibst. Gucken wir uns den Rest an. Aber keine Sorge, Adi, das ist nicht deiner. Das ist der Molly, ihr Fisch. Dann haben wir hier drin noch Dreamies für die Molly. Nochmal Dreamies für die Molly und sogar Dreamies für die Molly. Was machst du da? Guter Adi lässt sich's gut gehen mit seinem Fisch. Legen das mal hier oben hin. Jetzt muss ich mal in Ruhe schauen. Da packe ich den Fisch dann wieder rein. Hier ist noch ein Katzenspielzeug. Das ist ein von Trixi. Das ist ein kleines Schaf, das sieht auch lustig aus, macht aber keine Geräusche, bimmelt nicht rum, dann nervt das auch nicht. Dann habt ihr hier Katzengras, Katzengras auch von Trixi, habe ich auch noch nie gehabt, musste selber ansehen, sieht aus wie, jetzt könnte ich es mir gleich auf meinen Burger machen. Tja, der Adi hat kein Katzengras, ne? Dann haben wir hier noch eine Handyhülle, extra für Mädels. Eine Handyhülle fürs Handy, wunderbar, zweimal Joghurette mit drin. Also, da weiß ich jetzt schon, dass ich wieder eine Packung esse. Ich und eine ist Pupsi. Dann haben wir natürlich noch Katzenzungen.
Ist das jetzt für Pupsi oder für die Katze? Ist die Katze Zungen? Nein, das ist natürlich für Pupsi, aber trotzdem Katzenzungen auch was sehr Leckeres. Und hier ist noch was drin, ne? In einem Taschentuch eingewickelt. Das ist hier so ein komischer Ball. Der müsste auch, glaube ich, aus irgendwie so ein Kräuterzeug sein für Katzen, dass sie da total drauf eingehen. Ich rieche zwar nichts. Ich rieche wirklich gar nichts. Das heißt, den werden wir den Adi jetzt aber nicht zeigen. Wir werden ihm auch den Fisch wieder wegnehmen. Wir werden den Fisch, jetzt wo der Fisch nass und angesabbert ist, werden wir den Fisch wieder hier reinpacken. Wir werden den schnell den Rest wieder hier reinpacken. Versuchen, das alles vom Adi in Sicherheit zu bringen. So, wie war das drin? So ungefähr. Dann kleben wir das wieder zu und tun so, als hätten wir das nie geöffnet. Boah, jetzt juckt aber meine Hand. Ich glaube, das ist der Fisch. Vielleicht habe ich ja eine Fischallergie. Oh, ich glaube, jetzt vermisst er den Fisch schon. Adi, kein Problem, du hast doch deinen eigenen Fisch. Den hast du zwar schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, aber jetzt kommen wir zum Ramses-Paket. Da steht nämlich dran, Vorsicht, Glas. Und guckt euch das mal an. So ein riesen Oschi hier. Ein Dyson V8 Absolut. Ne? Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Da reinigt man die Polstermöbel. Da kann man den Adi bestimmt auch mit sauber machen. Ich weiß gar nicht, wo ich das auspacken soll. Oben, ja. Oben aufmachen und dann reinfassen und aufziehen. Oder ist das... Ach, keine Ahnung. Ich fummel einfach mal dran rum. Der Adi ist schon gespannt. Versuchen wir hier am Rand irgendwas aufzuschneiden. So. Hier vorne raus. Das ist jetzt hier. Ich verstehe es nicht. Wie ist das denn zugemacht? Hier auf der Seite ist doch gar nichts. Hier vorne. Hä? Okay. 2 Stunden später. Ich schneide einfach überall lang, wo es was zu schneiden gibt. So, jetzt habe ich es immer noch nicht verstanden. Sehr gut. Wir schneiden auch einfach mal hier entlang. Und da schneiden wir auch mal entlang. Ah! Überall wird geschnitten. Jetzt schneidet man sogar noch die Pappe durch, dass wir das nie wieder zumachen können. So, da haben wir es noch. Und da ist der Scheiße drin schon wieder. Bruder, was ist das? Auf jeden Fall. Das ist ja auch dumm, wenn ich es jetzt hier unten aufschneide, dann fällt das ja komplett auseinander. Wie gottverdammt macht man den Karton auf? Ich habe keine Ahnung. Adi, erklär mir das mal. Ich schneide mal hier den Boden noch auf, den ich gar nicht aufschneiden müsste, weil der gar nicht zu ist. Oh mein Gott. Ich glaube, ich reiße das einfach komplett auseinander und zeige euch dann. So, jetzt haben wir das doch. Nicht. Wir tun aber so, als hätten wir es. Wir machen einfach hier noch den. Ah, Junge. So ein verschissener Karton. Ich sag's euch. Adi, gehst du, Pfui? Fall doch nicht runter. Was ist da alles drin? Was? Ich muss das mal hier hinstellen. Guck uns das jetzt mal in Ruhe an. Ich stell's mal beim Adi aufs Klo, auf die Toilette, beziehungsweise für euch erstmal ein, hier ist der Adi, ne, da sieht man ihn nochmal, so sieht der Karton erstmal aus von oben, vom Inhalt, wenn wir das aufmachen, das gehen wir jetzt mal durch, hier haben wir eine Handyhülle vom Joker, Pupsi-Handyhülle, Ramses-Handyhülle, da gibt es keinen Streit, jeder hat was. Dann haben wir hier Katzenspielkissen, Brezel, Katzenminze und Silberwein. Das also für einen Adi zum Spielen. Eine Brezel, ich dachte, es ist eine Kackwurst. Gucken wir, wie er drauf reagiert. Adi, ich muss mal rumdrehen. Adi, hier, guck, Brezel. Ja, dann nimm deine Brezel, na komm, nimm doch deine Brezel. Und jetzt? Genau. Du
tu dir keinen Zwang an. Du kannst ja das Schild an der Seite mal abmachen und das, ja, oder schmeiß es halt einfach über Kopf. So geht das auch. Einfach über Kopf werfen. Sieht gut aus. Dann sehe ich hier schon Katzengras. Eben habe ich noch gesagt, der Ramses hat kein Katzengras. Jetzt also auch Katzengras. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn wir das züchten wollen, ob das passt. Hier sehe ich noch eine zweite Handyhülle. Ist das überhaupt passend? Weiß der, dass ich ein Huawei P20 habe? Das sieht auf jeden Fall so aus mit der Kamera, dass hier zwei lange, also dass hier eine langgezogene, so ein Loch ist. Vielleicht hat er Pupsi auch ausgefragt. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier. Was ist das? Da kommen Batterien rein. Da ist hier so ein Vogel. Das macht irgendwas. Keine Ahnung. Leuchtet das? Bewegt sich das? Ist das... Hannes, was ist das? Ich will keine Geister ins Haus locken. Dann haben wir hier einmal Dip, den Hot Cheese Dip von Chio. Dann natürlich Chio Tortilla Chips. Also sehr cool. Essen wir natürlich sehr gerne. Ich sehe hier nochmal Gummischuhe. Crocs in der Größe. Wo steht die Größe? 46-47. Richtig genial. Das sind im Prinzip die, die ich die ganze Zeit schon anhabe, mit denen ich die ganze Zeit rumlaufe. Jetzt aber eben nochmal so Crocs, ne? So Gummischuhe. Die trage ich ja am liebsten, egal bei Wind und Wetter. Selbst im Winter bin ich damit rumgelaufen. Und tja, braucht der Ramses erstmal keine neuen Schuhe. Wenn die irgendwann durchgelaufen sind, hat er schon die nächsten. Dann sehe ich hier auch Dreamies. Ich sehe nochmal Dreamies. Ich sehe schon wieder Dreamies. Dreimal Dreamies. Im Prinzip wieder für ein Adi. Sehr schön. Dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes anfassen soll. Dann haben wir hier ein... Das ist ein Stativ. Sieht man schon, ein Stativ, so ein Dreifuß, was du hinstellen kannst. Geht dann überall hin und her. Und schraubst du Kamera drauf. Machen viele, die nehmen das auch einfach so in die Hand und hin und her. Dann gibt es auch welche, die nehmen das so und dann machen die andere Sachen damit. So geriffelt und genockt, wie das ist. Dann habe ich zusätzlich zu dem Stativ hier ein Mic. Ein Mikrofon für Kamera. Taugt das was? Das sieht so billig aus. Das sieht aus wie so ein kleines chinesisches Stereo-Mikrofon. Ich weiß nicht. Er hat nämlich wohl eine ganze Ausrüstung geschickt, wo hier nochmal ein Stativ ist, ein kleineres. Zum in die Hand nehmen, abstellen, irgendwas. Ich weiß es. Ich blick gar nicht mehr durch. Und hier eine. Was ist das? Eine HD-Digital-Videokamera. Eine Kamera. Alles komplett chinesisch, sonst was. Das ist ein Camcorder, okay. User's Manual. Taugt die was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel die gekostet hat. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Da sind auch Kabel dabei, alles Mögliche. Die kann man hier mal rausnehmen. Okay. Full HD Night Vision Digital Videokamera mit Nachtsicht. Die fühlt sich wirklich an, als wäre die komplett hohl. Einfach nur ein Plastikteil. Kann man damit wirklich aufnehmen? Also ist vielleicht gut gemeint, aber ich glaube, dass meine Kamera, die ich habe, bestimmt mehr auf dem Kasten hat wie das. Wenn das überhaupt eine richtige Kamera ist, mir kommt das so spanisch vor. Dass das alles so chinesisch ist und die wirklich nur so, die wiegt weniger als eine Tafel Schokolade und die ist total hohl und die klappert so ein bisschen rum, als hätte die gar kein Eigenleben. Wenn da nichts drin ist, dann taugt die doch auch nichts. Keine Ahnung, hast du die bei dir rumliegen gehabt? Hast du die jetzt gekauft irgendwo? Dann würde ich gerne mal die Artikelbeschreibung dazu sehen,
als was die sowas anpreisen oder wie die sowas verkaufen, was sie dazu sagen. Meine Kamera, die ich damals gekauft habe, mit der ich jetzt hier auch aufnehme, die hat damals um die 500 Euro gekostet, irgendwas. Jetzt ist es bestimmt alles anders, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass das da rankommt. Das ist doch bestimmt, das sieht aus wie 20 Euro aus Wish oder so. Wenn ihr bei Wish eine Kamera bestellt, ihr kennt ja diese ganzen Memes und alles, was da kommt, dann haben wir hier nochmal ein Paulaner Oktoberfest Bier. Das ist auf jeden Fall cool, damit kann man nichts falsch machen und das geht immer. Hier haben wir noch ein Karakuchi Ashahi Breviers Bier für All Seasons, Super 3, Asahi, chinesisches Bier, japanisches Bier, irgendwas, sieht auf jeden Fall auch sehr speziell aus, hat aber auch eine Pfandmarke. Dann haben wir noch ein Bubble Drink Ananas von SpongeBob. Jetzt wollte ich SpongeBoss sagen, aber das ist ja wieder was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Dann hier auch so einen komischen Ball. Da ist immer noch am Rummachen mit seinem... Hat er erstmal geschnauft. Mit seiner Brezel. Vielleicht können wir den Ball dann nochmal geben. Jetzt sehe ich noch drei Sachen, wie das hier aussieht. Wir fangen mal hier mit dem ersten an, was mit Pokémon zu tun hat. Das können wir jetzt mal hier auspacken. 3D Muck. Muck müsste eine Tasse sein, glaube ich. Muck ist immer so eine komische Zeichnung für so Tassensachen. Schön, dass der Ali nicht da ist. Der klaut nämlich sonst wieder die ganze Folie. Machen das hier mal auf. Produced in China. Genau. Also in China produziert. Hier habt ihr, habt ihr wirklich so eine Pikachu 3D-Tasse drin. Wenn ihr die rausmacht, sieht die so aus. Also ich benutze eigentlich nie Tassen. Vielleicht sollte ich anfangen, Tassen zu benutzen und da vielleicht mal meine heiße Milch mit Honig draus trinken. Das wäre bestimmt ein Hingucker auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine WWE Deluxe Aggression Figur mit Belt Accessoire von Rey Mysterio. Ups, da fällt die Hälfte noch ab. Das sind auf jeden Fall, guckt hinten drauf, da seht ihr die ganzen anderen noch, was es so gibt und alle sehen komisch aus. Ich weiß nicht, aber gut, Rey Mysterio sieht hier hinten ganz vernünftig aus, aber guckt euch doch mal John Cena an. Guckt euch John Cena an, wie der ausschaut. Rey Mysterio sieht hier übrigens auch komisch aus, ein bisschen. Wenn man ihn irgendwo hinstellt ins Regal, fällt das nicht auf. Dann sieht er gut aus. Trotzdem finde ich, wenn man von nahen rangeht, ja, weiß ich nicht, das ist das wirklich Rey Mysterio? Der sieht aus wie... Den werde ich auf jeden Fall, den werde ich nicht auspacken, den werde ich so wie der ist, werde ich den ins Regal stellen, zu den anderen Sachen dazu. Ich glaube, das wäre einfach Verschwendung, den auszupacken, dann sieht er nicht mehr so fetzig aus. Mit der Verpackung dazu macht das einfach einen besseren Eindruck. Jetzt habe ich nur noch 2 Minuten Kamera, ich muss mich beeilen. Als wir die Wrestling-Figuren gesehen haben im, was war das für eine, die Wrecking Edition von den Wrestling-Figuren. Die fand ich auf jeden Fall richtig heftig. Die sahen so lebensecht aus. Leider, finde ich, sind die nicht so realistisch. Es gibt so viele verschiedene Reihen von Figuren, die es da gibt, die man da kaufen kann. Und jede Reihe hat wieder einen Rey Mysterio. Jede Reihe hat wieder einen Roman Reigns. Hier noch ein T-Shirt, so wie es ausschaut. Schnell noch aufmachen. Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Wer weiß, wo das wieder herkommt. Boah, vor allem ist es, aber dünn ist es. Das sieht auf jeden Fall fetzig aus. Guckt mal hier, das ist ein T-Shirt, ja, von Brock Lesnar. Wollen wir das mal fix anziehen, mal probieren anzuziehen. Können wir mal kurz machen. Zieh mal den Humpen hier mal aus. Zieh mal den Humpen an. So, da steht nochmal Akku wechseln. Jetzt haben wir das angezogen. Jetzt sehe ich aus, als würde ich gleich verbrennen. Richtig heftige Sache.
komischer Stoff, das ist wie so eine Seidenunterhose. Wenn ihr die anzieht, das schmiegt sich der Haut an. Also, ich habe auch so eine Simpsons-Hose, die hat auch so einen Stoff. Das würde vielleicht dazu passen, die Simpsons-Hose und das dazu. Da kriegt ihr komplett Augenkrebs, weil das alles so komplett bunt ist. Das T-Shirt hat aber irgendwie was. Sieht auf jeden Fall anders aus, fällt auf. Ist eine coole Sache. Setz mich nochmal ganz kurz. Hoffe, das passt noch. Danke auf jeden Fall an Hannes, danke von Pupsis Seite aus, die wird sich sicherlich auch riesig freuen. Danke an dich, dass du dir so viel Mühe gibst, dass du so viele verschiedene Sachen da reingepackt hast. Auch wenn ich jetzt nicht alles zu 100% krass finde und dass mir der Kamera mich stutzig macht, der Wille zählt, der Gedanke ist da. Da werde ich mich nochmal mit dir in Verbindung setzen, was das ist, wo du das her hast, was das genau sein soll. Ich freue mich trotzdem über das Bier, die Snacks, über die Sachen für den Adi. Trotzdem, die Wrestling-Figur ist cool, die stelle ich mir zu den anderen Sachen vom Rey Mysterio mit rein. Das T-Shirt ist auf jeden Fall auch eine richtig geniale Sache. Das werde ich bestimmt jetzt öfters mal in den Streams auch anziehen oder bei den Pokémon Go-Videos. Ansonsten muss ich Schluss machen, denn der Akku ist rot, sonst kann ich kein Outro mehr sprechen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Brock Lesnar. Oder einfach euer Ramses, wie ihr nehmt.